Natürlich im Prozess des Druckens und des Schneidens ist natürlich sehr viel Dynamik. Die Dynamik aus Gewaltsamkeit, diese Aggression, die der Mensch hat, die da dabei auch los wird. Es ist Glück und Verzweiflung drin. Solange ich an etwas arbeite, glaube ich natürlich immer, dass ich die Welt verändere. Sicher überzeugt mich das Leben, dass das ein Irrtum war. Aber in dem Moment, wo ich gefangen bin von meiner Sache, bin ich ja auch der Macher von der Welt, der Träumer dieser Welt und glaube, dass das alles so viel bewegt. Ich träume von einer gerechteren Welt. Der Engel der Geschichte ist eine Aktion, die ich immer dann mache, beziehungsweise meine Holzschnitte so überfließen lasse für eine Sache. Zum Beispiel für die Erhaltung der Wacholderalb. Oder ein Engel für Griechenland. Während der Junta-Zeit. Das ist ein Engel für den Walfang. Das heißt, stoppt dem Walfang. Dieses uferlose Abschlachten. Die Wale sind im Aussterben. Es war meine Sache, sich an die Sowjets und an die Japaner zu wenden. Zusammen mit Arbeiten befreundeter Maler wie Horst Antes, Hoflehner, Meistermann, mit Schriftstellern und Philosophen schickt Helmut Andreas Paul, genannt Happ Grieshaber, ab 1964 seine Engel mit Holzschnitten, Gedichten und Briefen von der Achalm aus in die Welt. In unregelmäßigen Abständen 24 Mal bis zu seinem Tod 1981. Und immer beziehen die Engel der Geschichte ihre Botschaften aus einem konkreten Zeitereignis. Im ersten Heft ist es der Amoklauf eines Geisteskranken, der mit einem selbstgebastelten Flammenwerfer in einer Kölner Volksschule todbringend wütet. Den Lehrerinnen, die sich schützend vor die Kinder stellten, ist dieser Engel gewidmet, der sich mit dem Problem Schule und musische Bildung auseinandersetzt. Jedem Engel voran stellt Grieshaber den großen Text von Walter Benjamin, der den Titel der Zeitschrift erklärt und vor allem angibt, wie die nachfolgenden Bild- und Textbeiträge zu lesen sind. Nach dem Tode Grieshabers wurden die Freunde und Schüler gebeten, Arbeiten einzuschicken für eine Hommage an Grieshaber. Von mir wurde ein Foto, das ich 1952 von ihm gemacht habe, verwendet. Darauf legten die Hersteller auf Transparentpapier den Benjamin-Text des Engels der Geschichte. Zum Engel der Geschichte ist zu sagen, dass es auf ein Bild von G. zurückgeht, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen, seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe.
die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Herr Renz, Sie waren noch sein ganz alter Freund. Sie kannten sich doch schon, als Sie beide 17, wie Sie eben erzählt haben, 17 waren. Ich war 17 und er war 16. Das war 1925. Da waren wir auf der Kunstgewerbeschule bei Schneidler. Hier in Stuttgart? In Stuttgart. Und er ging dann nach England und später nach Griechenland. Und wie er von Griechenland wieder zurückkam, er wurde also genötigt, zurückzukommen. Ja. Sonst hätte er Repressalien. Er hat dort eine deutsche Zeitung, also eine Anti-Nazi-Zeitung, veröffentlicht oder veröffentlichen wollen. Und es wurden ihm Repressalien angedroht. Und dann kam er also wieder zurück. Mitte der 30er, nach 33. Nach 33. Und da gab es dann eine stetige Zusammenarbeit zwischen uns. Ihnen beiden. Ja, ja. Und gleich im ersten Engel haben Sie mitgearbeitet und der ganze Engel besteht aus Fotos, die Sie gemacht haben. Mhm. Grieshaber animierte mich, in Karlsruhe, in der Ruine Karlsruhe Aufnahmen zu machen. Mhm. Und wir fuhren dorthin, Grieshaber und ich habe dann diese Aufnahmen gemacht. Das ist Stuttgart und das ist wieder Karlsruhe. Dieses Heft zur musischen Bildung, das nächste Heft ja auch noch zu diesem Thema, setzt sich dann fort in Antworten auf Grieshabers Briefe. Macht er das ganz alleine oder besprach er das mit Ihnen oder seinen anderen engsten Freunden? Zunächst mal handelte er sich ja spontan und schrieb einen Brief, nicht einen Malbrief oder sonst was an. Gehörte das eigentlich zum schöpferischen Prozess, dieses eine Angel auswerfen und auf die Reaktion warten und also das tat er allein. Mhm. Wenn es dann ins nächste Stadium ging, das zu realisieren und zu organisieren, zu koordinieren und all diese Dinge, dann kam ich an die Reihe. Mhm. Nicht? Aber das war nicht denkbar, dass er etwa mir gesagt hätte, jetzt schreiben Sie bitte an Alberti oder Sandberg oder Tillich und so weiter und laden die ein, da mitzumachen und sowas. Das hätte ihn nicht angeregt. Das wäre nicht, das wäre tot gewesen, sondern das musste unter Hochdruck passieren. Thank you.
Es gibt einen Engel, der dazu geholfen hat, für die in dem KZ Umgekommenen ein Buch gemacht wird, deren Namen drinsteht, sowohl kyrillisch und sonst, nachdem das vom damaligen Innenminister verboten worden ist. Dieses Buch musste sein, so wie Rolf Michaelis in der FAZ gesagt hat, ein Buch fehlt, dieses Buch. Und diesem Buch hat wieder dieser eine Engel gedient. Als fünftes Heft, Frau Fürst, erschien dann der Sühne-Engel. Da tauchen Sie zum ersten Mal namentlich auf, in einem Engel der Geschichte. Ja, da handelte es sich ja darum, dass dieser Engel die Mittel beschaffen sollte, um das Totenbuch von Neuengamme zu finanzieren, den Druck des Totenbuchs von Neuengamme, an dem der Franz Glindke 10 oder 12 Jahre gearbeitet hatte. Franz Glindke, der selber KZ-Häftling gewesen war und geschworen hatte, wenn er da herauskäme, die Toten aus ihrer Namenlosigkeit herauszuholen. Diese Initiative führte dann dazu, dass Grieshaber mit diesem Engel zu Spenden für das Totenbuch von Neuengamme aufrief. Und tatsächlich auch über 20.000 Mark zusammenbrachte. Und was fast das Wichtigste war, es meldete sich ein Verleger, der Herr Munders vom Saatenverlag in Wiesbaden, und erklärte sich bereit, zu Selbstkosten den Druck zu übernehmen. Das Buch ist also tatsächlich zustande gekommen, das Totenbuch von Neuengamme, gedruckt in vielen Sprachen, das heißt die kyrillischen Namen auf Kyrillisch, die griechischen auf Griechisch, in Druck in Französisch Bulgarisch und von überall her, Spanisch. Hier habe ich gerade eine kyrillische Schrift aufgeschlagen, nicht mit Namen, Geburtsdatum, Todesdatum, einem Kürzel für den Begräbnisort, soweit er bekannt ist. Und diese Bücher wurden an die Standesämter in den verschiedenen Ländern geschickt, sodass die Angehörigen eben nach vielen Jahren die Möglichkeit hatten, den Verbleib ihrer Angehörigen feststellen konnten oder nicht. Ha ha ha!
Halali. Stolz wären sie, wenn sie es erlebten. Wir wollen die Wale feiern und die Harpune, die den letzten trifft. Manche waren weiß, alle klug. Wir geben ihnen ein Fest mit einem Sprengsatz, der im Körper zündet. Wir haben den Tod nicht erfunden, aber er ist brauchbar. Günther Eich. Das ist ein Foto von 1953 von Gries und Ricarda, als sie auf die Achalm gezogen sind vom Bernstein. Das ist noch vor der Geburt von der Rika. Das ist ein Foto um 1960 von der Ricarda. 1960 ist auch das Entstehungsjahr von den Siamkatzen, die da im Hintergrund zu sehen sind und von denen sie eine im Arm hält. Hier dürfte die Rika so etwa 3 sein. Das heißt, es könnte so um 57 sein, auf der Achalm mit der Nanni zusammen. Nanni ist die Tochter, die Ricarda in die Ehe gebracht hat und die von Grieshaber dann adoptiert wurde. Hier sind wohl die letzten Aufnahmen auf der Achalm am Tisch. Ricarda, Gries mit der Rika im Arm. Im April 1981, also wenige Wochen vor seinem Tod. Was sind denn so Ihre Erinnerungen jetzt, wenn Sie so an diesem Stück vorbeigehen, wo früher die Pferde waren? Es gibt da Aufnahmen, die ich gesehen habe, Filmaufnahmen, Fotos, wo man sie sieht auf so einem Pony. Ponys waren es, ne? Ponys, Gritten, ne? Ja. Erinnerung. Ja, wilde Erinnerung nicht. Dass man auf die Wiesen geritten ist, wo man nicht durfte. Dass man schnell geritten ist und auch mal runtergefallen. Machte der Vater das mit? Oder hat er keine Zeit dazu, dass er sagte, so Rika, wir gehen jetzt mal zusammen mit Pony durch die Gegend? Der hat sie auch eingeritten, die Pferde ist auch selber geritten, ne? Ja. Mit der Schwester, mit meiner Schwester zusammen, ne? Mit der älteren Schwester, der Nanni, ne? Ja. Ja, ja. Ja, war das eine Idylle?
Ja, das war eine schöne Kindheit, nicht? Ja. Wunderbar. Aber es war nicht so, wie die Leute denken, dass der Grieshaber, also ihr Vater, sich die ganzen Tiere geholt hat, sondern es war die Mutter. Und ach, beide. Beide. Ah, Paul, da kommt er. Einer war begeistert und sie hat es dann gebracht. Ja, ja, ja. Das Tier, was auch immer. Hm? Da waren ja Papagei und. Ja, und. Ja, Hängebauchschwein. Also. Hängebauchschwein und Gänse, Pfau, ne? Was gab es noch? Ich habe nur Fotos und Aufnahmen gesehen. Esel, Fasan, ach, alles. Ja. Und du hast jetzt dein kleines Schäfchen. Pasqualino. Komm. Dein nimm's Pasqualino. Mal nimm's mal in die Hand, das Schäfle. Komm. Ja. 4 Jahre ist er jetzt, ne? Der wird vier. Wird jetzt vier. Im Juli. Sag den Namen. Pasqualino. Was soll er jetzt? In Italien in den Kindergarten oder hier? Dort hat er mehr Freunde, nicht? Ja, ja, da sind eben die in der Großfamilie ihres Mannes, da gibt es eben viele, viele, viele kleine Kinder in seinem Alter. Ne? Und hier ist er ziemlich alleine. War das nicht für Sie auch ein bisschen ein Problem, dass Sie immer alleine hier waren, weit weg vom nächsten Dorf? Ja, aber schon aus der dass man kein Geschwisterchen, kein Brüderchen oder so hat. Ne? Ja, eben. Jetzt habe ich ein Brüderchen. Ein bisschen spät, aber doch. Was ist ein Brüderchen? Ja. Das ist was Besonderes, ne? Hier oben ist hinter der Plastik gibt es so ein Paravan. Ja, da geht es ein bisschen grün, schon runter und bemoost. Und der Vater hat es ja immer gern gehabt, wenn es so der Zeit Moos drüber, die Scherben, wenn es so rüber ging. Andere schimpfen und andere finden es schön. Ja. Und warum hat er das? Ah, Sichtschutz, damit die Leute, die hier den Weg gingen, ihn nicht sahen. Ja, weil ne? er gern Sonnenanbeter sich gern gesonnt hat, ne? Und da auf der großen Glasplatte mehrere Schriften. Was ist das? Wofür hat er das gemacht? Das war ein Test für Schwimmbad Feuerbach. Da hat er versucht, wie das reagiert, die Farbe. Da ist die Hand und sein Fuß noch zu sehen und sein Wahlspruch, Malgré tout. Und dahinter hat er dann die Leinwand gespannt als Sichtschutz gegen die neugierigen Blicke. Ja, so als Ruhepunkt hier, ne? Mittags. Und hier diese kleine, ganz verwitterte Plastik, wo kommt die her? Die ist vom Heinrich Böll, die ist hier vom Dom, Kölner Dom. Und da hat der Heinrich Böll ihrem Vater geschenkt und der Vater hat sie dann hier... Ja. Was war das mal? Kleiner Engel? Ja. War immer schon so. Ja, na, das hat sich sehr verändert. Der hat sich kaum verändert. Ja, doch schon. Doch schon, im Laufe der Zeit. Ach. War Böll oft hier? Es war schrecklich oft hier, ja. Ja? Wunderbar. Und erstmal gehe ich nochmal mit Wasser aus. Ich habe immer die Hausaufgaben gemacht. Mit Wasser? Der Böll ihn? Ja. Mathematikaufgaben gelöst. Aha. Hoppla, musst. Oh Gott. Pass auf, Paul. Das hat mal ein Engel überhaupt nur dazu gedient, die Gedichte von Heinrich Böll unter einem Pseudonym herauszubringen. Und. Novi Mir, diese russische Literaturzeitschrift, konnte dann das abdrucken aus dem Engel. Engel, wenn du ihn suchst, er ist Erde zwischen den Steinen am großen Berg, bereit aufzustehen, wenn du ihn rufst. Wenn du ihn rufst ohne Macht, ohne Herrlichkeit, ruf wie ein Bruder, wenn du ihn suchst. Germane war er, Jude, Christ. Erde ist er für Schledorn, Fuchsie, Ginster, zwischen den Steinen am großen Berg, wenn du ihn suchst. Wenn du ihn findest, Engel, mach ihn neu, nicht aus Blut, nicht aus Galle, aus Tränen mach ihn neu, wenn du ihn findest.
Ja, und hier, wo war nochmal jetzt der Bildband, den Sie gemacht haben mit Ihrem Vater? Das würde ich gerne mal. Sie haben ja zwei Bücher gemacht. Einmal haben Sie das gemacht, ne? Mhm. Das fotografiert und da hat der Vater. Nicht alles. Also. Das haben Sie. Licht. Ja. Licht weg. Gehen Sie, blättern Sie doch mal durch, was Sie fotografiert haben und was. Ich weiß es ja nicht. Collagen, nicht? Sowas, ne? Das haben Sie gemacht? Ja. Den ganzen. Ja, das ist der Albtraum. Wo steht das denn? Ja, wo haben Sie das denn hingelegt, das ganze Holzstück? Das ist eine Collage. Na, ja, nein, das ist richtig. Das ist richtig hingelegt? Ja. Boah, das ist ein Riesenstück. Naja. Das sieht man schlecht. Können Sie blättern? Das sieht man ganz schlecht. Eje. Das ist hier, wo er mit der Fräse arbeitet. Aber ich glaube, auf dem Tisch kann man besser sehen. Da kann man gar nichts sehen. Auf dem Tisch machen? Ich würde sagen. Oder? Was sagt ihr? Ja, das stimmt. Ja, dann blättern Sie mal durch. Ich weiß ja nicht, was von Ihnen jetzt alles ist und wie es gemacht ist. Das wissen Sie ja nur. Ja, das sind halt Gegenüberstellungen, die man schlecht sehen kann, ne? Ja, schlecht. Das ist ein Selbstporträt, was er selber gemacht hat. Mhm. Haben Sie das noch? Nein. Mhm. Ah, hier, im Spiegel, ne? Sie fotografieren. Der Vater dahinter. Das ist ganz lustig, da mit den Kamelen, ne? Ein Spiegelbild. Also umgedreht. Das sind die Felsen. So, und jetzt. Ach so. Und da steht das, ja, ja, ja. Umgedreht. Also. Das Spiegelbild gibt es, wo das einmal so ist, ne? Aha. Mit den Steinen. Das ist ja auch beim Holzstock ist es ja auch, nicht? Wenn man einen Spiegel drauf, spiegelverkehrt. Mhm. So wie der Abdruck ist. So. Das ist Engel der Geschichte. Ja, aber die ganzen Kamele, die er mit dem. Sprechen die Kamele, die er mit dem Tunesier zusammen gemacht hat. Die Linolschnitte von ihm, dann er auch Linol. Der Hack, beim der Hack. Lieber Freund, soweit Allah und Jahwe reichen, gibt es Palmen und Kamele. Dort ist der Himmel flach. Er spannt sich weit über die Erde. Er wölbt sich barmherzig über Juden und Araber. Haben wir diesen Himmel bei Marx wiedergefunden? Aber was weiß ein Europäer von den 100 Namen der Kamele? 100 Namen, die Leben, Liebe, Freundschaft bedeuten. Hier ein Schimpf und dort zur Ehr. Nun sprechen die Kamele. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Ich komme von Stuttgart, früh am Morgen, auf die Ahalm. Und über seinem Bett hängt ein feucht schimmernder Holzschnitt, frisch gedruckt. Und er empfängt mich mit einem Gesicht, von dem ich weiß, jetzt kann ich gar nicht mit ihm sprechen, er ist entrückt. Er ist ein anderer. Und nach langem Schweigen sagte er, heute Nacht ist Martin Luther King ermordet worden. Die Nachricht kam heute Nacht. Ich habe sofort einen Holzstock gesucht und habe Martin Luther King geschnitten und als ich an die Flügel kam, begriff ich, dass das der nächste Engel wird. Ich wusste es vorher nicht. Erst bei den Flügeln, dem enthaupteten Kopf. Und wenn ich einen neuen Engel mache, dann möchte ich dieses Original
nicht verkleinern. Und ich möchte es als Geschenk um 48 Mark für alle, die nur wenig Geld haben, sich einen großen Originalholzschnitt zuzulegen. Und der Engel nachher sah so aus. Der Titel I Have a Dream. Und als Vorwort zunächst ein Foto mit jungen Menschen, Dunkelhäutige, in USA. Möglicherweise hat er sich das besorgt auf die Nachricht von der Ermordung Martin Luther Kings. Und er schrieb als Vorwort: Solange I Have a Dream des ermordeten Martin Luther King der Jugend ein Protest, solange sein Präsens nicht ins Präterium sich verflüchtigt, ist Hoffnung. Hoffnung mit dem Elan und Lebensgefühl einer neuen Generation, unsere Welt zu gestalten, neue Formen des Lehrens und Studierens zu finden. Formen, die der heutigen Welt angemessen sind, sie verändern können. Am Tag, nachdem er den Holzschnitt von Martin Luther King gemacht hatte, kam ein Brief aus Düsseldorf von einer früheren Schülerin der Kunstakademie Karlsruhe, einer Malerin. Sie schrieb ihm, sie hat gehört, dass er den Kulturpreis des DGB gekriegt hat. Und es hat sie erschreckt, dass ihr progressiver und nie obrigkeitsgehorsamer Lehrer plötzlich einen Preis annimmt von einer Institution, die inzwischen längst nicht mehr wie früher die Interessen der arbeitenden Bevölkerung, sondern des Establishments vertrete, nämlich der Deutsche Gewerkschaftsbund. Und ob er dazu ihr Antwort geben könnte. Sie schreibe nicht nur allein für sich. Und dieser Brief hat ihn zuerst sehr geärgert. Andererseits hat er gesagt, der muss in den Engel rein. Ich breche hier etwas auf, von dem ich noch gar nicht weiß, wohin es führt. Er kommt in den Engel für Martin Luther King rein. Ich war sehr verblüfft, aber ich kannte ihn ja noch kurze Zeit erst und der Engel war seine Sache. Die Schüsse am Kurfürstendamm, die ein junges Leben zur Strecke bringen sollten, haben den Prozess der Bewusstwerdung um ein gewaltiges Stück vorangetrieben. Man spricht vom Radikalismus eines Teils der studentischen Jugend. Doch man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass alle, die diesen Vorwurf erheben, sich gegen die Notwendigkeit sperren, wirklich die Wurzel des allseits gefühlten politischen Unbehagens anzugehen und stattdessen sich auf Maßnahmen gegen die Unruhestifter beschränken, die keinem anderen Zweck dienen, als den Status quo zu erhalten. Düsseldorf, 17. April 1968, Walter Warnach. Wand in Stuttgart, 19. März bis 27. April 1969. Meine Plakate im Kunstverein Stuttgart waren einmal Gegenwart. Ausgestellt war es der Schnee von gestern. Deshalb machte ich über Nacht meine Figuren auf 25 Meter laufende Wand im Kuppelsaal. Ich ließ den Vater schlachten. Wie der Maler Walter Störer mich umgebracht hat, war sehr interessant. Er musste erst versexen, bespucken, verrückt machen, ehe er auslöschen, übermalen und einen Beeinflussungszusammenhang herstellen konnte. Wenn wir mal kurz davor gehen. Hier ist der Kriegs aber noch gut zu erkennen. Ja, deshalb. Ja, auch diese großen breiten Linien müssten weitgehend von ihm sein. Man sieht es auch daran. Die Figurengruppe hier, ne? Ja, dass das voll erhalten ist, damit reinbezogen. Es war übrigens auffallend, ich sah das erst später, er hatte die Wände
wusste ich aber damals nicht, hier im Rondell vorgezeichnet, sondern er muss auf der Achalm festmontiert auf eine harte Platte. Ja. Mein Strich hat einen rauen Untergrund, das muss also der Putz dieser Wände im Rondell sein. Mhm. Und sein Strich hat einen sehr festen, das geht nur, wenn er einen ganz glatten Untergrund hat. Beides ist Kohle. Ja, er hat mit Kohle vorgezeichnet, aber von vorne. Und ich hatte mit Kohle weitergezeichnet. Ja. Also da diese Form, dieser Penis oder was das auch immer ist, diese Figur, ist der Strich brüchiger, weil die Wand drunter brüchiger ist und das Papier ist ja sehr dünn, das hat höchstens 200 Gramm. Das ist ja eigentlich Architekten. Wie war denn Ihre Reaktion, als er anrief? Erinnern Sie das noch? Ja, ich habe mich gefreut. Wenn ich sonst irgendwo beim Alten vorbeikomme, sagen wir mal auf dem Trip nach Italien, dann hat man geguckt, dass man über die Achalm kommt und ihn kurz angerufen vorher, dass man auf ein paar Stunden hochkommt. Oder als Student war ich mehrfach oben, habe dort auch gewohnt, gelebt, ein bisschen was gearbeitet. Und im Anschluss an diese Geschichte war ich oben bei ihm und da ist eben dieser eine Engel der Geschichte entstanden. Mein Eindruck war, also ich kam an, stieg aus dem Flieger und bat hier Margot Fürst um was zu essen. Die hatte mir herrliche Schinkenstullen gebracht und ein paar Dosen Bier und ich fing direkt einmal an zu arbeiten. Mhm. Ich war also voll beschäftigt, wenn ich mir überlege, diese vier Tafeln sind es. 25 Meter. In 5-6 Stunden, ja. Und das war ein konzentrierter Arbeitsprozess. Ich muss wohl auch teilweise die Tafeln gewechselt haben, also jedenfalls aus der heutigen Sicht, damit man sie nicht so optisch festfrisst. Also ich hatte gar nicht so die Zeit jetzt nachzugucken, was hat er da an es sind ja auch wenig Parolen drin oder so. Mich hat interessiert, sein Figurenalphabet aufzunehmen, mit meinem Figurenfragmenten oder Figurenalphabet zu mischen und wieder ein homogenes Ganzes draus zu machen. Denn ich würde nicht sagen, im Gegensatz zu anderen Texten, die ich gelesen habe, über die Grieshaber-Zeichnung, also es gibt ja, wenn man den Urzustand, wie die hier, wie ich sie vorgefunden habe, dass sie teilweise ein bisschen flau oder so mit der arg flüchtigen Hand gemacht waren, das sah ich nicht so. Ich sah ganz typisch Grieshabers bukolische Motive, so von der Achalm, die er durch sein ganzes Heuchelwerk und vor allen Dingen durch seine Bildbriefe sehr deutlich geistern. Mhm. Wir standen alle wie gebannt da und Grieshaber hat gesagt, das ist ein Happening, wie ich es noch nie gesehen habe. Warum ist da keine Kamera? Warum kommt da kein Fernsehen? Für die kleinsten Dinge sind die dabei und das geht nun über die Bühne und wir haben ein paar armselige Fotos. Und dann hat er gesagt, gut, Störer, ich mache einen Engel der Geschichte, machen Sie mir noch mal ein Blatt für diesen Engel und bitte auch, so wie Sie es im Kunstverein gemacht haben, mit diesen Parolen der Studenten, die Sie auf Ihre Wände geschrieben haben, dass wenigstens eine Ahnung vermittelt wird, was dort über die Bühne ging. Kunst seid ihr. Das sind so die Parolen auch von Joseph Beuys. Die Kunst muss sich im Menschen entwickeln. Seid salzig, nicht süß. Ich lebe hier auf der Alp und lebe hier in einem Ballungsgebiet. Es sind 2 Millionen Menschen. Die Frage ist, kann die Alp ein Erholungsgebiet für diese 2 Millionen Menschen sein? Ja. Was muss geschehen, damit sie das bleibt? Warum sind diese Wacholderheiden so geeignet, um da sich zu erholen und 2 Millionen verschwinden zu lassen? Das ist das, was mich interessiert und warum ich jetzt aufrufe, weil das jetzt sein muss. Denn wer garantiert, dass das erhalten bleibt als offene Landschaft? Wir haben viele Male die Alp durchkreuzt und durchquert und haben gesehen, was dort passiert. Die Wacholder-Alp ist unsere gemeinsame Heimat. Das ist unser Liebesort. Und dann fuhren wir beide
fuhren und gingen, kreuz und quer. Jahrelang. Immer über die Alp. Und er führte mich zu den letzten noch intakten Heiden, Wacholderbüschen. Er nannte sie meine stachligen Lieblinge. Und sagte, wenn nicht bald etwas geschieht, werden sie für immer verschwinden. Grieshaber sagte, jetzt mache ich einen Engel für die Wacholderalb. Und er holte ein Stück Kreide, ging an die Werkstatttür und malte mit der Kreide auf die Tür diesen Engel ohne den Busch. Diese Kontur des Engels. Und dann holte er grüne Farbe und machte den Wacholderbusch dazu und sagte, so, jetzt machen wir einen Engel, rettet die Wacholderalb. Und ich fange an mit dem Living Cedar. Die Judith Malina wurde eingesperrt in Amerika, die Leiterin des Living Cedars, hinter Gittern. Ich sag, was hat denn das mit dem Wacholderengel zu tun? Er sagt, das verstehst du nicht. Sie ist vergittert, wie jeder Künstler heute in dieser Welt vergittert ist und wie unsere Wacholderheide vergittert ist. Und dann machten wir einen Engel der Geschichte zusammen. Er seine Holzschnitte. Ich lud ein paar Dichter ein aus Ost und West. Und sie alle haben Texte geschickt. Landschaft. Wenn ihr die Schafe aussterben lasst, stirbt der Wacholder, Silberdistel. Bald wird man diese Namen aussprechen wie Joringel, Jorinde als Kind. Zu den Ammoniten im Steinbruch wird man wie nach Eleusis gehen. Eure Geschichtslosigkeit war ein Windschatten. Abseits der Erosion des Jahrtausends könnt ihr denen, die zu euch kommen, eine Wacholderstunde anbieten, erdalter lang, falls ihr den Augenblick euren nicht zementiert. Margarete Hansmann. Grieshaber sagte, ich möchte die Alp als Naherholungsgebiet für 2 Millionen Berufstätige, die im Raum Großraum Stuttgart arbeiten, die am Wochenende rausfahren wollen mit ihren Autos und sich freuen und lagern und Feuer machen und Lieder singen und ihr Kofferradio mitnehmen. Für die möchte ich die Wacholderheide erhalten, nicht für ein paar Naturbesessene, die am liebsten um alles Zäune herumziehen. Und dann hat er gesagt, da ich am Engel nie verdienen will, sondern jeder Engel soll eine Aufgabe haben, hat er gesagt, kauft Biotope. Das Wort Biotop war damals noch ein Fremdwort. Und hat diesen Prospekt drucken lassen, rettet die Alp jetzt. Und nun wurde das tausendfach verteilt und die Menschen haben gespendet und er hat den Erlös aus dem Engel gestiftet und der Schwäbische Heimatbund und der Alpverein haben Wacholderheiden aufgekauft und haben sie den Bauern übergeben mit einem Pflegesatz. Hat Grieshaber angeregt, gäbe den Bauern einen monatlichen Pflegesatz von 700 Mark, dass die Bauern entweder mit Sensen oder mit Schafen die Wacholderheide am Leben erhalten. Schieß ins Kraut, Misere. Behaustes, verfällt. Verbuschtes, verroht. Schnitter im Tal, geh ich hinab, Gevatter tot. Koppelschaf, Mutterkuh, Rinderzucht, extensiv, bringt DM 1500 einem 15 Hektar Betrieb. Bei 20 DM Pflegesatz je Hektar kostet der Hof den Staat DM 10.000 im Jahr. Aber während ich für 2 Millionen Erholungssuchende die Kostenrechnung mache, fällt der Dollar, wachsen die Silos in Übersee.
ist genauso schlecht wie vorher. Schlecht eingefärbt, schlecht druckt. Ja, das ist ja der bekannte Satz vom Grieshaber. Drucken ist ein Abenteuer. Ja. Wenn Sie jetzt als letzter Schüler, der Sie waren beim Grieshaber, gedruckt haben, was ist das abenteuerliche Josef Reichert an dem? Sie machen das ja jetzt schon seit 30 Jahren. Kunst im Druck, Kunst als Druck. Also der Satz ist gut, weil er nicht eindeutig ist. Und das Abenteuer passiert natürlich nicht jedem Drucker. Irgendwo in der Druckerei, in einer Maschine, das läuft ab und der Mann hat keine Ahnung, was Abenteuer ist. Das passiert Leuten wie im Grieshaber oder mir. Das setzt aber voraus, dass man ein Leben führt als Drucker und nicht bloß irgendwas druckt, ne? Sondern entscheidend ist, was man druckt und in welchem geistigen Zusammenhang das alles steht und so. Das ist Abenteuer grundsätzlich. Wie haben Sie denn Grieshaber als Lehrer erlebt? Das war ja 1960, 59, 60, kurz vor, bevor er sich selbst entlassen hat, ja, als Professor in Karlsruhe. Ja, da haben sie mich gleich hinterdrein ausgeschmissen. Ja. Warum? Oh, ist nicht so wichtig. Mhm. Ich bin halt hinterdrein geflogen. Ja. Mhm. Und ich habe auch nicht angestrebt, das Studium zum Fortsetzen, weil der Grieshaber wäre für mich nicht ersetzbar gewesen. Es war nicht mein Lehrer Alois, sondern es war ein Freund und war ein Vater, mehr oder weniger, den ich nie gehabt habe, weil der kurz nach meiner Geburt schon starb. Also das Verhältnis war über Schüler- und Lehrerverhältnis eigentlich hinaus. Es war im Grunde Freundschaft. Die Mitarbeit am Engel der Geschichte, das war für mich am Anfang mit einer großen Schwierigkeit verbunden, weil ich konnte meine Druckstücke, die ja aus einzelnen Teilen bestehen, konnte man nicht eine Druckerei schicken. Und immer überall rumreisen, wo gerade was gedruckt wird oder von mir gedruckt werden soll, das war eigentlich auch zu aufwendig und zu mühsam. Und deshalb hat man in dem ersten Engel die Sache reproduziert. Das heißt, man hat sinngemäß Klischees von den Figuren hergestellt, die ich selber zusammengesetzt und gedruckt gehabt habe. Hier, dem im Umschlag zum Engel 13 oder 12 oder was das ist. 12, hier, ja. Und bei dem Engel der Geschichte, den Sonderdruck für die Kollegen in der DDR, da habe ich dann 4 Originale gemacht. Mhm. In der Druckerei bei meinem Freund und die hat man da hingeschickt und dann wurde das da eingeteilt, also eingebettet. Ne? Mhm. Hat Grieshaber Ihnen da irgendwie etwas gesagt, was er sich vorgestellt hat? Nein, hat er nie. Nie? Nein. Er hat so viel Vertrauen zu mir gehabt und es war eigentlich auch zu seinen anderen Schülern und Kollegen, das war klar, dass da nichts reingeschwätzt wird oder Vorgabe irgendwelche Art gemacht werden. Auch thematisch nichts, wurde einfach gesagt, hast du eine Arbeit? Das blieb jedem überlassen, ob er das Thema begriffen hat und was dazu beitragt oder nicht. Mhm. Ja, bei manchen Sachen habe ich nichts gemacht, weil mir da nichts eingefallen ist oder die haben dazu nichts zum Sagen können. Mhm. War ganz einfach. April 3, 1976. Lieber Heiner Kipphardt, die klugen Leute glauben, das Irrenhaus, das Erbschleichern und skrupellosen Ehegatten einen gesunden, lästigen abnimmt, gibt es wohl nur in Romanen und Filmen. Was für ein Irrtum. Das Volk denkt nämlich so und die Kranken wissen das. Eine moralische Insanity bekommt so neues Futter. Gruß an Merz, es ist bald übermorgen. Herzlich, Ihr Grieshaber. PS, jetzt mache ich den Umschlag für den Engel. Die Gedichte sind im Zusammenhang mit meinem Roman Merz entstanden. Für die Gedichte empfing ich wichtige Anregungen aus psychopathologischen Texten, die der Psychiater Leo Navratil veröffentlicht hat. Dabei beeindruckten mich besonders die Gedichte des Krankendichters Herbrich, Pseudonym. Einige dieser Patiententexte wurden von mir und meist sehr frei benutzt. Heiner Kipphardt. Die Mutter. Die Mutter ist eine Milch, eine schöne, warme, aber in der man ertrinkt. Der Vater. Der Vater ist viereckig und raucht Ernte 23.
Am Sonntag im Bett zieht er den Kindern gern schnurgerade Scheitel. Das Lieben. Das Lieben ist schön, schöner als das Singen. Das Lieben hat zwei Personen. Das ist beim Lieben der Kummer. Die Schizophrenie ist nicht nur ein Defekt. Jede wirkliche Entdeckung hat den abweichenden Blick zur Voraussetzung. Heiner Kipphardt. Beim Engagierten ist es so, dass das ja nur eine kleine, voraussetzt eine kleine Anhängerschaft, die schon überzeugt ist. Also, dass man von Kunst, die man ja aussendet und der man es überlässt, gar nichts hält. Man glaubt gar nicht an Kunst. Und alle diese Fragen, ob sie von der Kirche in Rot und von den musizierenden Engeln und warum sind sie und was haben die pietistischen Großeltern dazu gemeint, alles das oder mit der Alp und warum Erholung und so oder das, warum es ist mein Leben, ein Mensch, der so etwas erlebt hat wie die deutsche Geschichte, der handelt aus dieser Geschichte, wenn er so ist, wie ich bin. Wenn er anders ist, macht das anders, aber er muss ja nicht gleich sein, aber ich bin so. Ob ich nun das mache, um weiterarbeiten zu können, um den Mut nicht zu verlieren, zu leben, aus einer Trauer ist sicher darin. Und diese Melancholie unterscheidet mich von allen sogenannten Engagierten. Dem Freund zum Gedenken. Mürrisch im Zeitwind, der wieder mal drehte, müde Linke, ahnten mal wieder nicht, wen sie da verloren, wer in die Erde zurück musste, welcher Genosse der Zeit da das Zeitliche verließ. Nicht nur das Geschnittene, das Gemalte, nicht nur der Alte von der Achalm, nicht nur der umkränzte Mythos allein bleibt. Die Faust und der Zorn aus Bauernkriegen herübergeweht. Nonnen, Madonnen, der Rhein, das Volk, Ostern, Tiere, mit aufgestütztem Ellbogen, den Knochen der Hand, eine Welt. Wer schuf dich, Grieshaber, rief dich zurück aus dem schnöden Zeitwind, der wieder mal drehte. Nimm sie, die Hand des Engels der Geschichte, heb sie hoch, auf das wir sehen, hat der Engel dein Messer übernommen? Heinrich Böll. Es war seit Jahren Grieshabers Wunsch, über seinen Basler Totentanz Gespräche mit geistig Behinderten in beiden deutschen Staaten zu führen. Ich bot ihm dazu meine Hilfe an. So erscheint denn der letzte Engel der Geschichte nach Grieshabers Willen durch mich herausgegeben. Die Gespräche wurden in der DDR im Mai 1981 im Jugendheim der Samariteranstalten Fürstenwalde und in der BRD an der Sonderschule der Anstalt Stetten geführt. Es ist Hab Grieshaber nicht mehr vergönnt gewesen, die Tonbandprotokolle zu hören. Die Fotos aus Fürstenwalde hat er am Abend seines Sterbetages noch gesehen. Franz Fühmann. Was könnte das sein? Das sind zwei tote Körper. Also der nicht so ganz, ja? Nein, das ist völlig richtig. Der ist nicht so ganz, nicht so ganz gerippt. Und das kann hier das Gefängnis sein, weil hier etwas Gitter ist. Also, das kann hier die Folter. Das kann aber hier auch ein Maler sein. Das ist hier ein Maler. Das ist ein Maler, ja? Ja. Der tut Bilder entstalten von. Er tut ihm bestimmte Abzeichnen.
glaube ich. Tut ihn mir ab. Hm? Erkennst du oder, ja, oder das tote Gerippe, das zu den Unwill was zeigen, ey. Was er überlegen noch soll, was er malen noch soll. Schau dir mal das tote Gerippe genauer an. Was macht das? Das kann es nicht sein. Siehst du das, Christel? Hm? Hat einen auf der Schulter. Eine Geige. Ja, eine Fiedel. Fiedel oder Geige, ja. Er spielt dem Maler was vor, ey. Das kann es auch sein. Der Maler wartet auf den Tod. Durch das Gerippe. Und dadurch macht er eben so ein trauriges Gesicht, der Maler. Also meiner Sicht ist, dass der Maler sich Gedanken macht, ey. Gedanken macht. Also ob der Tod besser ist oder das Leben, ey.